Ich bin Ulrike Christina Köhler. Ich lebe seit ungefähr 10 Jahren in Lüneburg und wohne da auch sehr gern. Ehrenamtlich engagiere ich mich in der Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Ich bin außerdem noch in der Jury vom Hanse-Merkur-Kinderschutzpreis. Ja, mein vierbeiniger Begleiter ist der Giacomo, das ist mein Blindenführhund. In der Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung für Menschen mit seltenen Erkrankungen bin ich im Stiftungsrat, und zwar schon seit Gründung. Ein typischer Arbeitsalltag für mich hat eigentlich 2 Gesichter. Entweder ich bin in der Uni und im Seminarraum mit meinen Studenten und Studentinnen. Andernfalls bin ich zu Hause oft und lese über Literatur und schreibe auch, und da bin ich manchmal ganz froh, wenn ich mich einigeln kann und meinem Gedankenflow folgen. Am Samstag ist oft nochmal Arbeitstag, aber da ich meine Arbeit liebe, ist das auch in Ordnung so. Ich verabrede mich gern mit Freunden zum Spazierengehen, zum Kochen, und in diesem Sommer habe ich das Stand-Up-Paddle für mich entdeckt, was mir ganz viel große Freude macht. Ich bin Mitglied in der Jury vom Hanse-Merkur-Kinderschutz aus dem Grund, dass ich finde, der Preis ist Mana und Ermutigung zugleich. Er mahnt, weil er aufzeigt, an welchen Ecken in Deutschland Kinderschutz Not tut. Er ist Ermutigung, weil er großartige Initiativen und Projekte auszeichnet und diesen Projekten auch die mediale Aufmerksamkeit hilft zu verschaffen, die sie brauchen. Wenn ich mir für die Zukunft dieser Welt etwas wünschen darf, dann würde ich mir wünschen, dass Inklusion gelingt. Und damit meine ich, dass Menschen und vor allem auch Kinder mit unterschiedlichen Herkünften, Kinder, die ein Handicap haben, Kinder, die kein Handicap haben, die Chancen bekommen, die sie verdienen, um ihr Potenzial zu entfalten, und zwar ihr Potenzial für sich, aber auch für die Gesellschaft.